Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Print. Heute haben wir hier einen Peugeot 1007. Der 1007 ist der einzige Pkw mit elektrischen Schiebetüren. Diese Schiebetüren laufen jeweils oben und unten mit einer speziellen Mechanik in zwei Schienen. Das Problem ist, die untere Mechanik läuft auf Kugellagern und diese Kugellager besitzen einen dicken Gummiring. Wenn dieser Gummiring abgenutzt ist, senkt sich die Tür und schließt nicht mehr richtig. Und dieses Problem wollen wir heute beheben. Gedruckt habe ich das entsprechende Ersatzteil auf einem Ultimaker S3 und als Filament habe ich das BASF TPC genutzt. TPC ist ein leicht flexibles Material und das ist wichtig, dass dieses Material in der Laufschiene nicht ganz hart ist, sondern etwas nachgibt. Gedruckt habe ich mit 100% Infill und nun wird das Ganze auf das Kugellager aufgesteckt und dann eingebaut. So, das war's wieder von mir. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und was mich interessieren würde, welche Defekte am Auto konntet ihr schon mit Hilfe eines 3D-Druckers beheben? Schreibt es am besten unten in die Kommentare und bis dahin, happy printing!